Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert. Wir beginnen eine kleine Videoserie über das Kündigungsschutzgesetz. Und das Erste, was wir uns anschauen, ist, wann gilt es? Wann gilt dieses Gesetz? Denn es ist sehr sinnvoll, immer an ein Gesetz anwendet, zu schauen, ob es gilt. Und zwar sind es zwei Voraussetzungen, die gelten müssen. Das eine, die erste Voraussetzung ist eine persönliche. Und die zweite Voraussetzung ist betrieblich. Und beide Voraussetzungen kümmern sich darum, dass bestimmte Schwellenwerte überschritten werden müssen. Einmal muss der Arbeitnehmer mehr, ich mache das mal durch dieses mathematische Größerzeichen, mehr als 6 Monate im Betrieb sein. Also 6 Monate und einen Tag. Dann hat der Kündigungsschutz. Und dazu, beide Bedingungen gelten kumulativ, muss gelten, dass im Betrieb mehr als 10 Arbeitnehmer Vollzeit beschäftigt sind. Wenn Teilzeit beschäftigt wird in diesem Betrieb, dann wird anteilig gerechnet. Das ist in Paragraph 23 des Kündigungsschutzgesetzes genau geregelt. Da können also krumme Zahlen dann rauskommen. 10, und wenn dann hinter dem Komma eine Zahl noch steht, die nicht 0 ist, dann ist diese betriebliche Voraussetzung auch erfüllt und das Kündigungsschutzgesetz gilt. Das heißt, dann hat der Arbeitnehmer Kündigungsschutz und ihm kann nur gekündigt werden, wenn die Kündigung sozial gerechtfertigt ist. Und was das bedeutet, schauen wir uns im nächsten Video an. Schauen Sie auch mal in meinen Shop, den ich gerade aufbaue. Neue Möglichkeiten des Lernens, so wie ich meine, viel besser als Bücher, weil man den Lernstoff entwicklungsorientiert sieht. Spaßlerndenk-shop.de. Mein Name ist Marius Ebert. Dankeschön. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.